Tierfreundinnen und Tierfreunde. Eine Vermittlungsnachricht zu den vor einer Woche vorgestellten Fundtieren können wir leider nicht vermelden. Bei dem Terrier-Mischling Timo, gefunden in der Schubertstraße in Gotha, ist die Besitzerfrage noch nicht geklärt. Und für die dreifarbige Katze aus Bohlstedt haben sich bisher keine Besitzer gemeldet. Die freiheitsliebende Katze sucht nun dringend ein neues Revier mit Freigang. Unsere heutige Folge präsentiert wieder Hund und Katze, die dieses Mal in Ortruf und in Georgenthal gefunden wurden. Die schwarze Mischlingshündin mit stark ausgeprägtem Gesäuge wurde am 2. Februar auf dem Truppenübungsplatz in Ortruf gefunden. Sie hatte weder ein Halsband um, noch trägt sie einen Chip. Für sie wird der Besitzer gesucht. Falls jemand Hinweise zum Besitzer geben kann, würden sich die Tierheim-Mitarbeiter über einen Anruf freuen, auf Wunsch auch vertraulich. Vielleicht erkennen Nachbarn oder Bekannte der Besitzer die Hündin. An zweiter Stelle kommt eine schöne Katzendame, die am 30. Januar in Georgenthal am Finkenberg gefunden wurde. Sie hat eine außergewöhnliche Fellzeichnung und einen buschigen Schwanz, dessen Ende ein weißer Kringel ziert. Die Mieze wurde in der Arche Noah auf ungefähr 7 Jahre geschätzt. Sie ist umgänglich, menschenbezogen und wartet sehnsüchtig darauf, aus der Quarantäne befreit zu werden. Auch für die Katzenname werden die Besitzer gesucht oder Menschen, die sie erkennen. Sollte sich für die schöne Mieze niemand melden, sucht sie baldmöglichst sehr nette Katzenfreunde und ein neues Revier mit Freigang.